Ja, mit dem kommen wir gerade echt gut durch. Ich habe vergessen, dass ich verfolgt werde. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed Most Wanted 2012. Ich weiß nicht, was der Van da hinten gerade macht. Ich weiß nur, bevor ihr wahrscheinlich nur irgendwas sehen konntet, hat der Van irgendwie noch den einen Audi-Fahrer gerammt, auf jeden Fall. Ja, stehe ich hier immer noch mit meinem Dodge Challenger. Wie man sieht, bin ich immer noch dezent am Vorproduzieren, weil Game macht momentan leider echt Bock. Deswegen, ja, das heißt irgendwie, es ist tatsächlich ein sehr gutes Rennspiel doch im Nachhinein, muss ich gestehen. Auch wenn es jetzt nicht so das beste Need for Speed ist, aber für mich ist es auch tatsächlich nicht das schlechteste Need for Speed, muss ich echt gestehen. Also da gab es Need for Speed Teile. Und Audi RS3 gab es? Oh scheiße, Alter, und selbst den kann ich nicht mehr fahren. Der hat nämlich auch einen 5-Zylinder. Menno. Apropos 5-Zylinder. Ja, ich bin gerade mal überlegen, was wir als nächstes Auto fahren könnten. Stimmt, japanisch hatten wir ja hier noch Mitsubishi. Porsche. Ist natürlich jetzt auch nicht das schnellste Auto, das würde ich gerne mal auf später aufschieben. Ich bin gerade hart am Überlegen. Lamborghini Countach ist auch nicht sehr schnell. Bin gerade echt hart am Überlegen, ey. Der Audi A8 wäre geil. Nehmen wir den mal. Ich bin für den Audi A8. Habe irgendwie Bock auf die Kiste. Wir haben ein bisschen V10 Klang, nachdem wir hier zweimal V8 gebrüllt hatten. So, da haben wir auch direkt das erste Rennen, was wir leider auch schon kennen. Leider wiederholt es sich immer und immer mehr. Aber momentan machen wir das einfach so. Boah. V10 geht schon echt gut klar, ey. Und weg. Ich denke mal aber, das wird dann jetzt auch die letzte Aufnahme sein, die ich jetzt vorproduziere. Und dann werde ich das Spiel erstmal wieder ein bisschen beiseite legen und... ja, ich muss mal gucken, dass ich dann noch irgendwie in dem jeweiligen Video drunter schreibe, dass ihr Bescheid wisst. Dass er da nicht auf einmal Autovorschläge macht, aber ich glaube, am Ende des Tages werde ich sowieso viele Autos, fahre ich sowieso querfeld ein, irgendwelche Autos. Weil davon lebt das Spiel leider, dass man immer wieder verschiedene Autos fährt. Weil das hat der Need for Speed 2015 wieder besser bzw. schon übertrieben immer, dass man so eine Bindung zum Auto aufbaut und dass man da halt dann nur, hatte man am Anfang nur 5 Garagenplätze. Ja, apropos Need for Speed 2015, das wäre eigentlich so mehr oder weniger Schlussfolgerung bzw. Konsequenz, dass man es dann danach let's playen würde. Ich würde es auch gerne irgendwann noch let's playen, aber ich muss sagen, 2012 ist eigentlich so ein ganz nettes Jahr gewesen, was Rennspiele angeht. Da kann man dann auch vielleicht mal Forza Horizon 1 anzocken. Natürlich unter der Annahme, dass ich erstmal gucke, dass das alles soweit läuft. Also nachdem wir dann hier Most Wanted größtenteils durch haben, gestreamt haben etc. pp. Dass wir dann sagen, okay, wir könnten dann vielleicht mal eine Reise nach Colorado in den USA machen. Weil ich hätte mal wieder Bock, das Game anzuzocken. Muss natürlich erstmal gucken, dass ich irgendwie einen 360-Controller aufgetrieben bekomme. Weil ich mir nicht sicher bin, ob eventuell Forza Horizon 1 sogar abwärtskompatibel ist. Ich glaube allerdings nicht. Müsste ich mal gucken. Aber eine 360 habe ich hier immer noch, sagen wir mal, rumliegen. Und, ja, auf das Game hätte ich tatsächlich Bock. Und es kam halt wirklich im gleichen Jahr raus. Und, muss ich im Nachhinein sagen, ich finde es echt schade, dass ich Most Wanted 2012 so viel mehr gespielt habe als Forza Horizon. Weil Forza Horizon war eigentlich, es war halt das erste Forza Horizon, logischerweise.
Und war aber eigentlich auch direkt richtig cool. Also das war schon, hatte ich Bock gemacht. Ich fand das am Anfang auch ganz nett, aber irgendwie haben mich diese Sachen nicht wirklich gereizt im Spiel, was hier halt Most Wanted hatte. Zum Beispiel die ganzen Werbetafeln und so. Natürlich die Polizei, also das hat mir in dem Moment echt mehr Bock gemacht. Aber so im Nachhinein finde ich Forza Horizon 1 tatsächlich doch ein sehr geiles Spiel. Ich habe das halt damals überhaupt nicht gewürdigt, dieses Spiel, leider. Also das ist bei mir ziemlich untergegangen. Irgendwann habe ich es dann mal fertig gespielt, nachdem das ein Kumpel von mir mal auch nach langer Zeit mal durchgespielt hat. So, was haben wir denn noch so Schönes? Genau, das brauchen wir. Können wir auch direkt starten. Aber wie gesagt, wenn ich das mit meiner Elgato und so weiter alles hinkriege, weil da hatte ich auch mal hier und da technische Probleme, würde ich das gern machen. Aber es wäre ganz cool, weil dann hätte ich direkt auch eine Idee für ein nächstes Spiel. Und zwar auch, wie gesagt, was ich schon häufiger immer wieder angesprochen habe, war auch mitten geklappt. Dann könnte ich das nämlich auch mal wieder aufnehmen. Weil das habe ich sogar mal angefangen zu Let's Playen auf meinem alten Kanal, aber habe es dann leider nicht fertig gespielt. Weil das Aufnehmen immer so lästig war. Das habe ich damals über mein Notebook gemacht. Jetzt werde ich es einfach so machen. Ich werde die Xbox 360 einfach an meinen Monitor anschließen und dann ist das Aufnehmen dann auch eigentlich kein Thema mehr. Ja, mit einer Klappe habe ich noch nicht so viel Bock, muss ich gestehen. Warum zwingt mich der Kontrollpunkt im Gegenverkehr zu fahren? Das finde ich jetzt nicht nett. Fahr lieber schön hier lang. So, ich muss mich mal, glaube ich, ein bisschen daran erinnern, nächste Folge vielleicht tatsächlich mal Musik auszumachen und mal eigene Musik laufen zu lassen. Oder von mir aus können wir es auch so machen, dass ich die Musik einfach generell auslasse und auch nichts im Hintergrund laufen lasse und ihr lasst einfach für euch YouTube Musik laufen. Oder eure Playlist, je nachdem, oder Spotify. Aber ich glaube, es wäre schlauer, wenn ich dann einfach meine eigene Musik laufen lassen würde. Das wäre dann auch copyright-freie Musik. Dann kriege ich da sowieso keinen Anschluss mehr von YouTube. Wo dann gesagt wird, das ist Musik mit Copyright. Das darfst du nicht zeigen, Mama. Und ich denke mir so, Alter, das ist alte Musik. Die hört sich kein Depp mehr an. Da verdient kaum noch einer Geld dran. Das ist halt wirklich so bescheuert, ja. Also die Copyright-Frage, das ist ja dieses Jahr wirklich höchstes Thema gewesen. Das muss unbedingt mal geklärt werden. Das sehe ich ja schon daran, dass wenn du in Google nachguckst und ein Bild anklickst und da drunter steht, diese Bilder könnten urheberrechtlich geschützt sein. Könnten. Heißt so viel wie Google hat keine Ahnung. Aber gut. Ist ein anderes Thema. Musik ist halt immer so ein bisschen schwierig in Rennspielen. Nicht nur in Rennspielen, überhaupt in Spielen. Aber vorzugsweise in Rennspielen, weil in anderen Spielen wie, sagen wir mal, in einem Command Conquer damals, da gab es dann eigene Musik und da war das dann natürlich kein Thema. So, ich habe gehört, ich lackiere dich nochmal um, weil mir ist die Farbe ein bisschen zu. Nicht schlecht, aber ist ein bisschen langweilig. Ja, gelbe Audi 8, genau das will ich haben. Nicht. Ja, rot ist okay. Rot kann man erstmal machen. So. Nächstes Rennen. Machen wir mal ruhig das. Schön ist, wir können die direkt alle auswählen. Da muss ich dann nicht überall hinfahren, weil kostet manchmal schon ziemlich viel Zeit. So, das können wir auch schon. Das ist, glaube ich, eine Tempojagd. Und Polizei, yay! Aber fährt sich gut, der R8. Also habe ich jetzt echt nichts zu kritisieren an dem Wagen. Driften muss ich den nur selten. Weil ich auch sagen muss, ich bin jetzt die letzten Male immer mit dem Dodge Challenger gefahren. Der sich halt mehr wie so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, wie so ein Ziegelstein fährt.
Fährt sich wirklich verflucht gut, Alter. Muss halt nirgendwo driften, ne? Und ich habe bisher nur Nitro getuned, glaube zumindest. So, ich muss noch irgendwie Gold werden. Also, das Event nicht ich selbst. Ah, das war knapp. Das hätte schief gehen können. Ich glaube, Rennreifen und Dings habe ich auch schon drin, ne? Sonst würde der sich nicht so verflucht gut fahren. So, einbauen und einbauen. Ja, mit dem kommen wir gerade echt gut durch. Ich habe vergessen, dass ich verfolgt werde. Ja gut. Hab sowas von vergessen, dass ich verfolgt werde. Hab kurz geguckt, ob da noch eine Tafel ist. Alter. Du glaubst, ich will euch abschütteln? Ja, das... Also... Ich sag mal so, es gab so Indizien wie zum Beispiel, dass ich hier gewisse Dinge umfahre, dass ich mich nicht stellen lasse. Boah. Motorklang, also die Sounds in dem Spiel sind so gut. Fahren wir hier erstmal die ganzen Teile um. So. Bugatti, das ist aber leider ein DLC-Fahrzeug. Ich meine, es gab auch einen normalen Bugatti. Also einen, den man den schon von Hause aus im Spiel gab. Ja, ich würde sagen, nächstes Rennen, ne? Auch wenn ich eigentlich auch Bock habe, mal wieder ein paar Schilder und so umzufahren. Hinterhalt mache ich auch mal gerne, das geht mal ganz schnell, in der Regel. So, wieder der Drogentrip-Modus. Hersteller, Mercedes, Modell. Oh fuck, ich könnte hier so gut entkommen. Schnell weg, schnell weg. Erstmal die Cops verwirren. Und ich verwirre mich auch noch. Mann. Was machen die denn? Die könnten so gut auf mich losfahren. Wenn ihr mich nicht kriegen wollt. Lol, das war ein neuer Rekord. Oh, wie gut, ey. Vor allem, ich hätte wesentlich früher abhauen können, aber gut. So. Na, machen wir mal Cruise Control. Obwohl, ah, nee, ist weit weg. Okay, vergiss es, vergiss es. Wir machen lieber das hier. Cruise Control, das wusste ich auch lange Zeit nicht, was das heißt. Das heißt so viel wie, ja, einfach rollen lassen oder um es wirklich wortwörtlich oder den Sinn zu übersetzen, heißt es eigentlich Tempomat. Heißt so ein LKW, hat zum Beispiel Cruise Control. Weil gut, ich glaube mittlerweile hat jeder Pkw einen Tempomaten, oder? Alter, lass mal alles wegrasieren. Aber es gibt, also was mir sofort auffällt, es gibt halt echt Autos, mit denen du halt richtig gut bist. Der Audi 8 ist schon mal gefühlt ein bisschen OP. Währenddessen der Dodge Challenger, mit dem gab es echt knappe Rennen, wo ich ja teilweise sogar neu starten musste. Obwohl ich weiß gar nicht mehr, ob das mit dem war.
Boah, mit dem kannst du ja auch easy lang driften und auch easy Leute ausschalten und dich ausschalten lassen. Da konnte ich jetzt aber auch nicht viel machen. Ich darf nochmal überlegen, wann der neue R8 rauskam. 2017 oder sowas, ne? Bin mir nicht mehr sicher. Oder vielleicht schon 2016, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Kann alles sein. Ja, weg mit dir. Ich muss jetzt irgendwie nach vorne kommen. Boah, wie bin ich denn da durchgekommen? Alter. Nice. Vollgas. Das finde ich auch irgendwie immer so ein schönes grafisches Gimmick, dass man diese Teile, die auf dem Boden sind, das kennt man aus Deutschland gar nicht, diese Pinöpel auf dem Boden, die halt leuchten, wenn sie angeleuchtet werden von den Scheinwerfern. Und das habe ich auch in Underground 2 sehr gefeiert. Leider sieht man die durch die Grafikmod nicht mehr, also durch die Texturmod. Aber dennoch finde ich das immer sehr geil, wenn die dann so angeleuchtet werden. Weil das ist eigentlich richtig cool gedacht, so sowas. Also ich finde, sowas bräuchte Deutschland eigentlich auch. Aber nein, Deutschland ist doof. Oh, immer noch 6 Kilometer. Muss ich denn so weit fahren? Das war jetzt nicht meine Absicht. Ey, warum? Achso. Mann! Ich habe gehört, ihr lasst mich jetzt einfach gehen. Oder fahren in dem Fall. Ich muss auch sagen, das Energieschub Nitro gefällt mir eigentlich was besser als dieser Boost von Burnout, wo man den immer voll werden lassen musste. Also eigentlich ist das was Geileres. Tot. Weiter geht's. Da haben wir wenigstens ein Rennen, was wir noch nicht gefahren sind. Na komm, fahren wir jetzt mal eine gelbe R8. Gibt Farben, die passen besser zu dem Auto. Also gelb finde ich passt zum Beispiel auf einen Lamborghini. Gelb passt auch auf eine Corvette sehr gut. Aber auf dem Audi 8 kritisch. Sehr schön. Hat sich die Fahrerei ein bisschen gelohnt. Hatte kurz Angst, dass ich schon am Ziel vorbei bin. So, letztes Rennen für den R8. Dann gucken wir mal vielleicht, ob wir noch die restliche Zeit ein bisschen nutzen können und ein paar Tafeln umballern können. Das ist jetzt cool gewesen, dass sie da die Speedwall eingebaut haben. Mir fällt gerade ein, genau an der Stelle, wo wir sind, haben wir auch noch ein paar Tafeln, die ich nicht umgefahren habe. Das heißt, da können wir auch noch mal ein bisschen was umsemmeln. Wie ich die nach und nach alle überhole, ne? Das ist halt echt krass, der Wagen. Das ist richtig schnell. Mal eben 312 drauf, ey. Ich würde jetzt mal schwer behaupten, das Auto ist ziemlich okay.
Die Tafel kann ich nachher auch mal umsemmeln. Und da hinten habe ich auch noch eine. Also hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Reklametafeln. Die dürfen nachher mal schön dran glauben. Nein, den Song habe ich langsam auch keinen Bock mehr drauf. Das ist echt krass. Also ich glaube, Most Wanted 2012 ist so mit eins der Rennspiele, wo ich die Songs im Nachhinein teilweise schon hasse. Kann die echt nicht mehr hören, ey. Weil es jetzt eine Weile her ist, höre ich doch mal wieder rein, aber ich glaube, das komplette Let's Play stehe ich das nicht durch. Der Song jetzt zum Beispiel ist auch ganz cool, den kann ich noch hören, aber den würde ich, also ich würde die Songs jetzt hier aus Most Wanted 2012 nicht freiwillig hören. Weil die habe ich zu häufig gehört. So, das überspringen wir einmal. So, einmal haben wir hier was. Dann haben wir einmal da eine Tafel. Zack. Dann haben wir mal die Tafel hier. Ja gut, der Song, der war sogar noch relativ cool. Das war auch noch so diese Zeit, wo Dubstep richtig in war, ne? Also ich habe so das Gefühl, jetzt ist das gar nicht mehr in. Ich bin zwar jetzt auch nicht der, der unbedingt Dubstep hören muss, aber es gibt den einen anderen Song, den ich cool finde. Und wie schon erwähnt, Forza Horizon, da gibt es auch so einen richtigen Dubstep-Song, der ist richtig geil. Den finde ich tatsächlich im Nachhinein richtig cool. So, da oben ist noch eine Tafel. Ich glaube, hier war jetzt nichts Dolles. Den Lamborghini, den wir schon gefahren sind. Den Lexus sind wir noch nicht durchgefahren. So, machen wir das schon mal. Da ist ein Audi. Das ist der RS3, den ich gern fahren würde, aber geht leider nicht. Hier haben wir noch eine Tafel. Die ist mir nämlich auch eingefallen. Hier gibt es nichts mehr. Ich muss sagen, wenn ich einmal damit anfange, die ganzen Sachen hier umzufahren, ne, dann macht dann schon echt Bock. Das führt dann so in so einen kleinen Rausch. Dann wollen wir natürlich hier lang. Dann gibt es auch zwei Tafeln sogar. Ich einmal die hier. Zack. Dann sehe ich da noch eine Tafel. Ich nämlich durchgefahren bin. Und noch eine. Schauen wir einmal dich um. Ich glaube, die Wechselstellen zu finden wird auch gar nicht mal so schwer, ehrlich gesagt, weil da läuft immer mal wieder Musik bei den Autos und ich glaube, das kann ganz gut funktionieren. So, müssen wir ein bisschen Schwung holen. So, einmal hier lang. Nitro wäre jetzt, glaube ich, jetzt ziemlich schlecht gewesen. Nice. So, dann haben wir nämlich noch einen. Den Porsche würde ich auch gerne mal wieder fahren. Ich muss mal überlegen, den irgendwie zum Abschluss zu fahren, weil Porsche ist halt geil, ne? Verdammt!
Da darf man nicht so schnell sein. Und zack. Dann haben wir den auch. Hoffe ich zumindest. Und manchmal zeigt er nicht die Dings an, die Stats. So, wo ist denn hier die Zufahrt zu dem... Ach nee, man muss da... Ach, man kommt davon anders drauf. Stimmt, ich sehe es gerade. Denk gerade, irgendwie kam man da noch drauf. Nämlich von hier. Ja, diese Folge werden wir leider natürlich jetzt nicht so viel schaffen. Fahren wir einmal dich um. Zack. Das zählt noch. Mich wundert tatsächlich, dass die diesen Song eingebaut haben, weil der ist ja gefühlt auch schon uralt eigentlich. Also er war 2012 schon uralt. Und den finde ich, kann man sich aber eigentlich noch gut geben. Hier sind so viele Tafeln noch übrig, ne? Also hier habe ich noch richtig viel zu tun. Jetzt mal PKW aus dem Leben kicken. Das war gerade eine Fehlentscheidung. Nicht zu früh. Abgewogen. So, Sicherheitstore haben wir 93 von 135 mittlerweile. Ja, den hätte ich gerne noch in einem Rutsch mitgenommen, aber da war der Wagen dann doch zu schnell. Aber geht mit dem Audi echt gut, weil er halt echt schnell ist. Weiß schon. So, was haben wir denn noch so Schönes hier? Ich habe da hinten eben auch noch eine Tafel gesehen. Muss ich von woanders hin. Jetzt fahre ich unnötigerweise hier oben lang. Und ich weiß, da hinten, wo ich jetzt gerade schon, also da hinten, da könnte ich auch noch hin, um noch zwei Tafeln umzufahren. Noch mal überlegen, ob wir das jetzt vielleicht noch zum Abschluss machen. Haben wir da noch eine? Dazu ein bisschen auf die Uhr angucken. Ich bin mir nicht sicher, genau, da war nämlich noch eine Tafel. So. Ich glaube, damit haben wir sie eigentlich auch alle an der Stelle. Repariere ich mal den Audi. Aha, wieder gelb, ey. Dann nehmen wir natürlich dich noch mit. Und den einen auch noch. Und dann haben wir's. Da haben wir schon ziemlich viele Tafeln umgefahren. So, nochmal Sicherheitstor und keine Tafel. Sehr schön. Boah, ich muss ein bisschen mehr Schwung. Der konnte mich nicht mehr blitzen. Der Blitzer war schon kaputt.
Die Reklametafel will ich da jetzt noch erwischen, ey. Die ist ein bisschen fies gestellt, da brauchst du wirklich ein bisschen mehr Schwung. Boah, kriegst du aber auch nur so gerade eben. So, ich würde gerne noch wissen, was ist denn der nächste... Ja, das sah jetzt ein bisschen absichtlich aus, aber war es eigentlich nicht. Was ist das hier eigentlich für ein Lambo? Ach, das ist der Diablo, okay. So, gut, dann stelle ich mich hier einfach mal hin. Ich würde gerne noch wissen, was ist denn Nummer 6? Oh, McLaren MP412C, nicht schlecht. Ja, den werden wir dann nächstes Mal herausfordern in der nächsten Folge von Need for Speed Most Wanted. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und dann geht's hier weiter in Verheben. Und ich würde sonst sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.